So, hier sind wir wieder bei der Beta von Rise of Draenor. Wir haben den Ramop schon getötet. Aus folgenden Gründen habe ich das nicht aufgenommen, denn man ist immer disconnected, wenn man im Wirbel stand. Yay, ist auch gut. Aber ich habe da ansonsten nichts verpasst. Ja, ich habe aber ein bisschen an den Add-ons rumgeschraubt, sage ich mal. Dass auch jetzt hier nicht mehr die Cooldowns doppelt angezeigt werden, sollte jedenfalls nicht mehr. Hab auch mal ansonsten alles geupdatet. Gut, jetzt werden hier die Buffs, sehe ich gerade, angezeigt. Das müssen wir noch ausschalten. Wo ging denn das? Hier? Aura, 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 Aura. So, übernehmen. Jawohl. Jetzt haben wir... Passt. So, machen wir mal weiter hier. Wir sind immer noch an den Spitzen von Arrak und müssen jetzt hier weiter. Die Greisin. Und Nick hat das Passwort genannt. Ja, das müssen wir jetzt mal machen. Sieht übrigens sehr nett aus. Das Gebiet ist ja im Prinzip komplett neu. Das gab es ja vorher nicht wirklich. Auch in Burning Crusade nicht. Wollen wir mal schauen. Da ist ein Flugpunkt. Da gehen wir, ich glaub, da müssen wir dann auch mal hin. Jawohl, sieht auch richtig aus hier. So, einmal hier. Flugroute entdeckt, sehr gut. Und da haben wir die Greisin. Oh, Neckar! Was wollt ihr hier? Ich habe nichts zu verkaufen und will nichts mit Vagabunden zu schaffen haben. Der Schatten kommt. Ja, ja, ich verstehe. Ich zeige euch den Weg. Und dich sehe ich auch, Richard. Brauchst dich gar nicht vor mir verstecken. Kommt herein! Ah, ja, natürlich. Grüße, Onneka. Du auch, Percy. Ja, so ist's recht. Gib der alten Onneka Zucker. Sehr schön vertont. Kann ich euch helfen? Ich werde euch die richtige Richtung weisen. Doch kann ich nicht garantieren, dass ihr die Reise überlebt. Zauberhafte Illusion. Richard ist weitaus mächtiger, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Er mag wie eine närrische alte Krähe erscheinen, die sich nur für ihre Bücher interessiert. Aber wir brauchen ihn. Unter den einzelnen Spitzen Terok-Versteck ziehen dunkle Schatten auf. Richard muss sich ja dorthin gelangen. Auf dem Weg werdet ihr mit Illusionszaubern versehene Amulette finden. Wenn ihr sie berührt, verleihen sie euch Richards Gestalt. Die Assassinen der Jünger suchen nach einem alten Ausgestoßenen mit Schriftrollen auf dem Rücken und werden sich so täuschen lassen. Wenn der Zauber schwindet, werden sie ziemlich überrascht sein. Questile benutzt 5 Illusionszauber, um Pechschwingen der Jünger hervorzulocken. Alles klar. Bei allem Respekt. Eine Gruppe von Jüngern war kurz vor dem Angriff aufs Getis hier. Hab mich als Pilz getarnt. Die Dummköpfe sind direkt an mir vorbeigelaufen. Mein Nachbar, ein Stück weiter die Straße rauf, hatte nicht so viel Glück. Hat immer viel gelesen. Vielleicht sind in seiner Hütte ja noch wertvolle Informationen. Gebt Richard etwas Zeit, sich dort umzusehen. Ach ja, und bringt doch bitte ein paar seiner Federn zum Schrein in der Nähe des Terok-Verstecks, ja? Er war so ein netter Kerl und hätte das sicher so gewollt. Questile findet die Feder von Sif und die Sage von Terok. Seid vorsichtig da draußen. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Und der unterrichtet auch Archäologie und Inschriftenkunde. Echojäger. Ich bin kein Magier, aber ich habe mit der Zeit einige Zauber erlernt. Genug, um mich unentdeckt bewegen zu können. Leider benutzen die Vampirfledermäuse in dieser Wäldern ihre Augen nicht. Sie werden das Rascheln meiner Robe und Percys unaufhörliches Gackern schon von weitem hören. Könntet ihr sie für mich aus dem Weg räumen? Questile Tülle 10, Echojäger. Lebt wohl. Du bist hier nicht sicher, Onneka. Die Jünger sind in der Offensive. Komm mit uns zum Terok-Versteck. Oh, wie lieb von dir, dass du an mich denkst, Rashad. Aber meine alten Knochen würden dich nur aufhalten. Ich komme schon klar. Nun gut. Gehen wir weiter. Ich finde das so cool irgendwie. Das ist echt... Also, mir macht das echt Spaß, wie Blizzard hier richtig auf die Story mal macht. Das ist halt... Ach Gott, das macht so richtig Spaß, WoD. So, dann wollen wir mal. Also. Was haben wir denn hier? Das ist zum Beispiel einmal ein Illusionsanker. Zack.
Entfernt die Illusion, wodurch Gegner im Umkreis von 10 Metern Schaden erleiden und betäubt werden. Naja. Kann ich noch nicht tun. Ihr kommt uns nicht, Schriftenbewahrer! What? Wo bin ich? Ich töte dich. Tschüss. So, einmal benutzt. Die Schattenborke ist ein Rare. Gucken wir mal, ob wir noch draufhauen können, bevor der stirbt. Oh, da wollen wir nicht rein. Und tot. Ein bisschen gluten. Und dann weg hier. Schattenbein, Schienbein. Ein Schild mit 579er. Ja, das kommt ja tatsächlich schon fast an mein Schild ran. 42 Meisterschaft, das ist nur noch minimal schlechter. Also so langsam kommen wir in die Gebiete, wo auch das Gear besser wird, als das, was man SOO getragen hat. Aber die Gegner werden nicht wirklich schwerer, das ist ein bisschen traurig. Aber naja, nun so ist es halt. Oh, jetzt ein zweiter Illusionsanhänger. So. Ausmachen genommen. Weiter geht's. Da ist eine Leiche. Die ist wahrscheinlich ja genau dafür. Das ist glaube ich hier für die Quest Sif, genau. Feder von Sif, die haben wir genommen. Schauen wir mal. Ah, hier haben wir dann das Visage. Lasst mich mal ran. Mal sehen, ob er etwas Brauchbares dabei hatte. Bewacht die Tür, ja? Haltet die Dinge auf. Eine merkwürdige Sammlung. Es ist zu weit. Was hast du denn da? Na los, zeig her! Der Schulküken-Report! Percival, das legst du sofort wieder weg! Schulküken. Pornos, Vogelpornos, yay! Frag mich, was am englischen Original stehen würde, ehrlich gesagt. Das ist anscheinend auch Schulmädchen-Report sein, aber was ist denn im englischen dann? Hm. Wenn das jemand weiß, was da im englischen gesagt wird, in die Kommentare! La 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 la, da war ganz schön lange. Ah, hier ist nicht was. Die Sage von Herr Rock. Er hat sie sogar kommentiert. Seht mal. Wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Bei allem Respekt. Gut, ich werde beide nehmen und sicher verwahren. Richard legt die Feder in den Folianten, bevor er diesen in seiner Robe verschwinden lässt. Vor dem Wegschrein müssen wir noch an einen anderen Ort vorbei. Sifs Geheimnis. Unser verstorbener Freund hier hat mehr versteckt als ein paar alte Schriftrollen und erotische Zaubererromane. Er besaß etwas wirklich Wertvolles. Er behauptet, wenn ich seine Notizen richtig verstehe, das Auge von Anzu gefunden zu haben. Terok sehr Kugel in den Tagen nach seinem Niedergang. Wir brauchen diese Kugel. Seine Aufzeichnungen zufolge hat er sie in einem Verheerungsunterschlupf weiter oben an der Straße versteckt. Quasile beschafft das Auge von Anzu. Geht im Schatten. Ich habe Anzu als Zurück Mount. In die Schatten mit uns, Percy. Alles klärchen. Müssen aber hier auch noch Illusionsanhänger finden und Echojäger töten. Hm. Echojäger sind die Fledermäuse. Die ich aber auch erstmal finden muss. Weil ich sehe bis jetzt nur Tote. Das ist zu weit. Oh, tot. Und haben wir noch einen. Ich kann nicht.
So, stuppt ihr Gegner. Auch den ersten Echojäger beseitigt. Kann ich noch nicht tun. Zwar 10 Stück von töten. Ist ein bisschen viel. Lalalala. So. Kann ich noch nicht tun. Dann haben wir noch einen hiervon. Das müsste die letzte sein. Ich muss lernen. So, dann haben wir das auch. Wir müssen aber hier irgendwas noch machen. Ich weiß nicht genau, was wir hier sollen. Machen wir erstmal die Echojäger noch kaputt, die wir noch killen müssen. Kann ich noch nicht tun. Aber wir müssen da vorne hin. Sehe ich schon. Okay. Aber vorher nehmen wir noch die Echojäger auseinander, die wir brauchen. 6 Stück noch. Ich muss näher ran. Noch 5. Schattenpriester. Okay, da wollen wir mal. Mit dem wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Da geht's irgendwo hin. Ich finde auch cool, was hier alles in den Ecken mittlerweile ist. Also hier ist auch irgendwas. Das Blizzard hat echt wieder mal sehr viel Detailverliebtheit in den ganzen Gebieten gebracht. Finde ich schön. Super. Gefällt mir. Bitte, danke. So, dann haben wir da noch einen. So, dann das auch neu lootet. Und dann, da haben wir den letzten. Ist das der letzte? Ne, der vorletzte. Das ist so weit entfernt. Och komm jetzt. Kann ich noch nicht tun. So, das wird der letzte. Meiner. Oh, der da ist meiner. So. So, haben wir das. Gut, aufmounten und dann wollen wir mal dort schauen, was es da gibt. Das Auge von Anzu. Anzu ist doch der, den man damals in den Sefek-Hallen beschwören konnte von einem Druiden. Bis jetzt dann mal geändert haben, bis jeder beschwören konnte, der das Mount halt gedroppt hat. So. Es wird Zeit. Zauberhafte Illusion. Wie überaus edel von euch, als Köder für mich herzuhalten, das werde ich euch nicht vergessen. Was nehmen wir denn da? 570er Items, Tempo, Vielseitigkeit, Tempo, Bonus. Ja, nehmen wir mal die DPS Items. Echojäger, verdammte Viecher, nicht mehr als fliegende Ratten, wenn ihr mich fragt. Ich werde euch wiedersehen. So, haben wir das. So, was haben wir hier? Das Auge von Anzu. Das müsste hier sein. Aber hier ist... Nee, unter uns. Das ist dann wahrscheinlich dann da drin. Machen wir nochmal. Rein da. Oh ja, hier ist ein bisschen was los. Da. Muss man den töten? Oh ja, verdammt, hätte ich mal draufgehauen. Nein, too late. Na gut, dann müssen wir halt warten.
Lalala, wir brauchen einen Respawn. Ah, ich sehe auch gerade, wir farmen hier die ganze Zeit Ruf für die Fraktion ausgestaustene Arakor. So langsam dürfte der Respawn, bitte. Ich möchte das hier schnell erledigt haben. Da hätte ich aber bloß noch draufgehauen. Verdammt. Ich wusste nicht, dass das Tropfstadtzeug liegt hier irgendwo rum. So, der ist schon mal despawned. Hier sind tatsächlich schon Spieler gestorben. Da haben wir ihn. So, drauf da. Die Armselige ausgeschlossen hat am Ende am... Was? Um den Tod gebettelt. Und das wählt sie auch. Das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich bin ausreichend. Kann ich noch nicht tun. Oh, was für ein Schlag. Aber ich finde die neuen Animationen finde ich echt cool gemacht. Also das ist halt auch, was die Gegner an Animationen haben etc. sehr, sehr cool. So, da haben wir das Auge von Anzu. Wollen wir mal. So, auf Mountain. Und weiter geht's. Das ist ein traditioneller Wegschrein. Terok ließ viele davon im Land errichten, um Ausgestoßene nach Skethis zu führen. Siths Geheimnis. Was für ein Schatz! Ich frage mich, ob diese Sonnenklaue sich dessen Bedeutung bewusst war. Richard blickt in die tiefschwarze Kugel. Erstaunlich. Es scheint unfassbar, dass Terok über diese Kugel mit Anzu kommuniziert hat. Mit solch einem Werkzeug könnte man zu einem formidablen Dunkelwirker werden. Kommt! Lass uns die Kugel sicher im Versteck bringen. Ein Zusammentreffen der Schatten. Das Terok-Versteck liegt vor uns. Ich hoffe, die anderen sind sicher angekommen. Questziele, betretet das Terok-Versteck mit Richard. Unsere Wege trennen sich. Vorher, wir sind fast da. Komm, Percy. Terok-Versteck. Entdeckt. Die sehen so cool aus. Rastok, die Grabungsstätte muss verhüllt werden. Kura, der Schatten kommt. Richard, ihr habt Skethis überlebt. Ja, nur knapp. Sind wir zu spät? Die Jünger werden von Tag zu Tag kühner. Wir können das Terok-Versteck kaum noch verbergen. Habt ihr die Relikte? Ja, ja. Und auch etwas Unverhofftes. Es gibt viel zu besprechen. Oh, die Arakor, die werden hier echt groß aufgebaut in dem Spiel, muss ich sagen. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Lüftet den Schleier. Ein Zusammentreffen der Schatten. Wir stehen tief in eurer Schuld, denn ihr habt Richard sicher hergebracht. Allerdings hat unser Kampf gerade erst begonnen. Nicht länger verstecken wir uns. Und wir sehen schon, hier gibt es tatsächlich Daily. Das sieht aber eher aus wie eine Pet-Kampf-Daily. Großmeister Tier 10, jawohl. Das ist eine Pet-Daily. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Beschwörungsding. Hier haben wir eine Quest, da drüben gibt es eine Flugroute, die holen wir uns zuerst mal. So, dann haben wir die. Da gibt es einen Post. Hallo. Verschickt und erhaltet Post. Ah ja. Okay. Cool, cool. So. Da haben wir das. Und da drüben gibt es dann die nächste Quest. Für die nächste Questline wahrscheinlich. Schattenjünger Ugambe. Ah, ein Troll. Ganz ruhig. Einer von uns. Diese Flattermänner haben mich gefangen genommen, als ich das Umland erkundet habe.
Wir wollten hinter diesem Berg einen Außenposten für euch errichten, um euren Willen überall auf dem Kontinent zu verbreiten. Aber wir kommen nicht voran. Ich brauche eure Hilfe, Kommandant. Könnt ihr den Vogelleuten sagen, dass ich nichts Böses von ihnen will, sodass ihr euch den Außenposten zeigen kann? Dass ich euch den Außenposten zeigen kann? Questile spricht mit Schattenweiser Iskar und überzeugt ihn, Schattenjäger Ukambe freizulassen. Alles klar. Ja, das hört sich cool an. Traut nicht euren Augen. Wir verdunkeln den brennenden Himmel mit einem Umhang tiefschwarzer Nacht. Euer Gefangener gehört zu mir. Er stellt keine Gefahr für euer Volk dar. Die Schatten sind... Lass den Gefangenen frei. Wir stehen in der Schuld seines Meisters. Hallo. Dank den Geistern, dass ihr da seid. Sie haben meine Gebete erhört. Truppeninspektion. Axfall ist nicht weit weg von hier. Ich werde die Stelle auf eure Karte markieren. Wir treffen uns dort. Questile spricht mit Schattenjäger Ukambe in Axfall. Später. Alles klärchen. Also haben wir einen neuen Außenposten. Wo wir dann auch wahrscheinlich wieder eine Garnisonsfähigkeit bekommen werden. Na, dann wollen wir doch mal. Dumm, die dumm, die dumm. So. Entdeckt die Spitzen von Arak. Oh, guck mal hier, die Peons sind schon schön am Arbeiten. Tatsächlich sind die Orks hier so schon unterwegs. Da drüben sieht wieder nach Zangamarschen aus. Oh, durch den Schredder kann man nicht durch. So. Framka, Kommandant. Was ihr wolle. Unsere Leben für euer Willen, Kommandant. Manne sieht sie. Haltung annehmen, ihr armseligen Wilden. Unser Kommandant ist im Anmarsch. Für Glurak, für die Horde. Jawohl, ich bin hier. Ich finde das cool. Endlich sind wir mal, wird man geschätzt hier. Schließlich haben wir schon Azeroth so oft gerettet. Was braucht ihr? Eure Befehle, Kommandant. Von Zuchtmeister Gornek. Kommandant, unsere Lage ist... bedauernswert. In wenigen Tagen werden unsere Vorräte zur Neige gehen, wenn wir dann überhaupt noch irgendwelche Truppen haben. Es gibt gerade noch genug Material, um ein Gasthaus oder einen Handelsposten zu errichten. Mit Hilfe des Gasthauses könnten wir hier frische Truppen stationieren. Der Handelsposten dagegen würde uns potenzielle Nachschubrouten mit den Ausgestoßenen in der Nähe zur Verfügung stellen. Ihr habt euch Gesslaus Baupläne auf den Zeichentisch gelegt. Ich habe euch Gesslaus Baupläne auf den Zeichentisch gelegt. Wir erwarten eure Befehle. Questile werft einen Blick auf den Zeichentisch und entscheidet, welches Gebäude der Außenposten, des Außenposten ihr errichten wollt. Jetzt in Ehre. Ja, das machen wir, nachdem wir die Flugroute genommen haben. So, neue Flugroute entdeckt. Yay! So, was bauen wir hier? Lasst mal schauen. Hallo, Mann. Nee, das ist nicht der Zeichentisch. Das hier ist der Tisch. Nein? Das hier? Nee. Hä? Was? Wie? Wo? Das ist kein Tisch. Wo habt ihr denn den... Ach, da. Hier wird gebaut. Okay. Welches Gebäude des Außenpostens sollen wir errichten? Die Herdfeuer-Taverne bietet Unterkünfte für zusätzliche Soldaten und hebt die Moral eurer Truppen. Sobald die Herdfeuer-Taverne betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb der Spitzen von Arak zweite Hand verwenden. Die zweite Hand. Wirken in 2,87 Sekunden, 5 Minuten Ablenkzeit. Teleportiert euch zur Herdfeuer-Taverne. Passiv erhalten Erfahrung in den Spitzen von Arak um 20% erhöht. Also wenn man schnell leveln will, interessant. Aber danach eigentlich ziemlich meh. Gut, man kann halt schnell hierher teleportieren, aber wofür sollte man das wollen? Die Schmugglerhöhle eröffnet Handelsbeziehungen mit anderen Truppen und bietet Zugang zu seltenen Vorräten und Materialien. Sobald die Schmugglerhöhle betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb der Spitzen von Arak Schmuggelaktionen nutzen. Beschwört einen Verkäufer für seltene Ware. Ja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Was ist denn da besser? Ich würde mal sagen, der XP ist eigentlich nur so lang interessant, wie man halt... Wir machen die Schmugglerhöhle. So, Gebäude ausgewählt, ist gebaut. Ich kann euch natürlich noch nicht sagen, was das jetzt genau für Auswirkungen haben wird. Vielleicht erfährt man das noch. Blut über MMO-Champion oder ähnliches, oder ich halt selber auch. Also ich muss mal genau gucken.
Endgame und so kenne ich ja auch noch nicht. Eure Befehle, Kommandant, wie ihr befehlt, für die Horde. Für die Horde. Hey, Kommandant, habt ihr eine Minute? Hallo, Mann. Her damit. Ich hab beim Spähen doch noch... Blablabla. Ich hab beim Spähen noch was rausgefunden, Boss. Die Allianz hat eine Garnison gleich da hinten. Und das ist eine ganze Weile keiner rein und rausgegangen. Ist eine super Gelegenheit, um den Laden zu plündern und sich die Taschen voll zu machen, Kommandant. Was meint ihr? Können wir doch zusammen machen. Questile, sprecht mit Chutney Okambe in der Garnison von Admiral Taylor. Auf dann. Kommandant, ich werde vorausgehen und sicher gehen, dass wir nicht in eine Falle laufen. Allies plündern, yay. Versorger Golgar, Friedensangebot. Wir brauchen Verbündete, und zwar schnell. Kommandant, ich glaube, es wäre klug, wenn ihr euch Hilfe suchen würdet. Südöstlich von hier lebt ein einsamer, ausgestoßener Rakor in der Nähe eines Verheerernestes. Was? Verheerernestes, so. Die Verheerer lassen ihn in Ruhe, vermutlich, weil er über Informationen verfügt, wie es sich vor ihnen schützen kann. Diese Informationen können wir gut brauchen. Hier, nehmt unsere letzte Kiste mit Kaktusapfel Surprise. Das ist unsere beste Chance, Kommandant. Cressile bringt die Kiste mit Kaktusapfel Surprise zum dämmerungsweisen Irisa in den Spitzen von Arrak. Und das mit dem Kaktusapfel finde ich sehr interessant, denn das ist mit die erste Quest, die man als Ork hatte, damals, zu Classic. Ich weiß nicht, ob das immer noch zu Kata so ist. Seid sicher. Aber das finde ich halt auch wieder cool. Und ich glaube, der Server kackt gerade ab. Nein, aber er leckt ganz schön. Schmugglerhöhle. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach das Phasing gewechselt. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Och, guck mal. Hier können wir... Ach so, hier, von hier aus kann ich jetzt die Mission leiten. Das ist also die Schmugglerhöhle. Das finde ich natürlich wesentlich besser als das Port-Teleporten. Man halt von egal, wo man gerade ist, das hier regeln kann. Funkelnder Ring bekommen. Yay. Yay. Neue Stufe. 200 EP. Chance 100%, das muss also klappen. Jawohl. Tulani. Garnisonsressourcen. Wir haben mittlerweile 3000 Ressourcen. Und ich müsste eigentlich auch mal wieder einige freischalten. Halt, das machen wir halt alles, nachdem wir das Gebiet fertig haben. Dann machen wir nochmal eine Garnisons-Folge. Das habe ich euch ja gesagt. So, dann haben wir hier eine seltene Quest. So, dann nehmen wir den da mal rein. Den da rein. Und diese hier. Wir nehmen den mal wieder raus, weil der ist einfach zu schwach vom Level her. Glaube ich. Wenn wir die maximale Chance haben. So 91%. Komm. Das hier haben wir leider nicht. Aber von gar. Deswegen machen wir es auch nicht. Nein. Wir machen dann mal lieber. Was haben wir hier? Haben wir da beides? Nein. Uns fehlen echt Leute. Ich hatte mal so viele. Warum sind die alle weg? Wir haben die zu viel gepatcht. Mann, Mann, Mann. So, machen wir den da rein. Diese da. Und diesen da. 100%. Gut, starten. Los geht's. So, dann haben wir hier eine Quest noch. Da kann diese dann rein. 100%. Mission starten. Level 94. Nein, das können wir nicht schaffen. Da müssen nämlich zwei rein. Da müssen auch zwei rein. Ja, das können wir alles nicht machen. Gut, dann lass mal das laufen. Nicht zu viel Zeit jetzt dran verbringen. Und hier haben wir auch noch eine Quest. Das Plakat ist eine Liste der Kopfgelder, die von Bewohnern von Axtfall aufgesetzt wurden. Verfügbare Quests. Gesucht. Kehos abgetrennte Pfote. Von Zuchtmeister Gornek. Keho, der Wilde. Keho, der Sabaran, stellt eine ernsthafte Gefahr für Axtfall dar. Er hat sich angewöhnt, Peons der Nachtschicht zu jagen und ihre Leichname in seinen Bau im Rudelterritorium zu verschleppen. Jeder, der mit seiner abgetrennten Pfote als Beweis seines Ablebens bringen kann, wird eine große Belohnung erhalten. Questziele: Besorgt Keos abgetrennte Pfote von Kehor dem Wilden. Empfohlene Spieleranzahl 3. Ich werde es alleine machen. Mal gucken, ob es klappt. Gesucht: Rückenschlitzers Panzer. Von Kilgar: Ich werde jetzt jeden reich belohnen, der mir Rückenschlitzers Panzer bringt. Ich möchte eine hochwertige Verheerer-Ausrüstung herstellen, aber eine solche Untier kann ich nicht selbst töten. Reißt aber nicht zu viele Löcher rein. Questhill besorgt Rückenschlitzers Panzer. Empfohlene Spielanzahl 3 Rückenschlitzer. Und gesucht Giftstachel. Von Hutu Federwind.
Giftstachel. Sieht so aus. Giftstachel ist im Himmel über Arrak gefürchtet. Und das sogar von den Hoch-Arrakoa. Die Bestie hat unseren Reitern das Fliegen erschwert und wichtige Vorräte kommen nicht mehr in Axtfall an. Ihr müsst nicht beweisen, dass sie tot ist. Stellt einfach sicher, wir... Stellt einfach sicher, dass wir ihr Kreischen in den Spitzen nie mehr hören müssen. Sie nistet beim heulenden Fels im Nordosten. Kreisziele tötet Giftstachel. Auch für 3 Spieler. So, dann haben wir aber noch eine Quest. Und zwar hier vorne. Jede Menge Quests. Rückkehr ins Terrorg-Versteck. Am Fuß des Kaliri ist eine kleine Notiz. Percy hätte einen Warenkorb mitbringen sollen. Es sei denn, er hat ihn irgendwo fallen gelassen. Der Inhalt ist als Zeichen meines Dankes und Entschuldigung für die Auseinandersetzung mit eurem Speer zu verstehen. Ich muss euch bitten, schleunigst zum Terrorg-Versteck zurückzukehren, damit wir unsere Pläne vorantreiben können. Richard. Questile spricht mit Richard im Terrorg-Versteck. So, wir haben jede Menge zu tun in den Spitzen von Arrak und wir werden hier in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin. Ciao.